Ja, jetzt gehen wir erstmal raus. Jetzt haben wir 5 mögliche Ziele bekommen. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Bei diesen 5 möglichen Zielen. Können wir sprechen? Natürlich, Wayne. Was gibt es? Ich habe gehört, ihr seid nicht auf dem üblichen Weg in das Unterreich gelangt. In diesem Fall ist es euch möglicherweise nicht bewusst, was euch durch erwartet. Ich kann euch erklären, wenn ihr es wünscht. Gerne würde ich hören, was ihr darüber wisst. Es gibt die Welt dort oben, er zeigt aufwärts, welche ihr kennt. Das Oberreich. Es gibt die Welt hier unten, er deutet auf die Umgebung um ihn herum. Der große Irrtum, den man hier begehen könnte, wäre zu glauben, dass das Unterreich nur eine Art Höhle wäre. Dies ist es aber nicht. Es ist eine ganze Welt mit Seen und Flüssen und vielen Ebenen. Jede Kreatur des Unterreichs geht es vor allem um das eigene Überleben. Es gibt nur wenige, die euch nicht versklaven oder euch zum Abendessen verspeisen würden oder an euch an jemanden verkaufen würden, der das tut. Die Seherin glaubt anscheinend, dass ihr etwas ganz Besonderes seid. Jedenfalls besonders genug, um unser Leben in eure Hände zu legen. Ich bin nicht sicher, ob das klug ist. Nun, ich werde es wohl herausfinden. Deacon legt sein Leben in Hände vom Boss und Deacon sich nicht beklagen. Doch Leben von Deacon wirklich nur haben wenig Bedeutung. Nun, ich nehme an, das ist wenigstens etwas, nicht wahr? Genau. Was ich aber gerade sagen wollte, wir können hier von den 5 möglichen Zielen, die wir bekommen haben, nur 4 erledigen. Haben wir 4 erledigt? Oh, hier wird schon gekämpft, ja? Werden wir automatisch das ist Miles Schenkel, den Namen habe ich doch auch schon mal irgendwo gelesen, na egal. Werden wir zum Endgame hier, sag ich mal, von diesem Kapitel teleportiert. Das heißt, wir müssen uns ganz genau überlegen, was wir nicht machen. Und ich glaube, ich werde die Elephiden nicht machen. Was einfach den Grund hat, ich verhandle nicht mit solchen Sklaventreibern und sie alle abschlachten, haben wir gehört. Bringt nichts, macht uns keinen Vorteil. Also lassen wir es. Wir werden alle anderen Untote erledigen. Ist sowieso schon mal nicht schlecht. Artefakte und so einsammeln. Warum nicht? So, was haben wir denn hier alles noch? So. Mal eben einfach alles mitnehmen. Stört ja auch keinen. Gehen wir mal eben einkaufen, ja, ne? So, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Melvia. Die weibliche Drow wirkt jünger als die meisten anderen im Lager. Ihre Haltung zeigt jedoch, dass sie sich bei ihr um eine wichtige Persönlichkeit handeln muss. Ihr seid es also, Rivel. Die Serien setzt große Stücke auf euch, nehmt ihr nicht wahr? Ich heiße Cecile, ich bin die einzigste Tochter und letzte überlebende Erbin von Mutter Myrune des Hauses Melvia. In irgendeinem Roman, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, in welchem war das? Welchem Roman? Ich habe keine Ahnung. Ja, das fällt mir irgendwann ein. Ich habe schon viel zu viele davon gelesen, um das sofort wissen zu können. Ich hatte gehofft, dass wir miteinander sprechen können, Emil. Ich habe ein Angebot für euch, doch wenn ich euch selbst aufgesucht hätte, hätte das zu viel Aufmerksamkeit erregt. Doch da wir uns so zufällig getroffen haben... Ja, okay. Erzählt mir, was für ein Angebot. Das Haus Mevier, mein Haus, hat schwere Zeiten durchgemacht. Mutter Myrune, meine Mutter, hat uns bis zu dem Rand der Zerstörung geführt. Viele sind der Ansicht, dass es an der Zeit für eine Veränderung ist. Viele sind der Ansicht, dass ich herrschen sollte. Natürlich ist meine Mutter nicht dumm. Sie ist sich der Gefahr bewusst, die ich darstelle. Deswegen lebe ich hier im Exil, weit weg vom Turm, in dem sie wohnt. Sie denkt, sie ist hinter den hohen Mauern sicher. Eigene Mutter werfen euch aus Haus, das ist traurig. Sie mag mich aus dem Haus geworfen haben, aber sie hat mich unterschätzt. Ich habe mehr Unterstützer, als sie denkt. Ich brauche jetzt nur noch einen Assassinen, der stark genug ist, um sie und ihren Leibwächter zu töten. Die nehmen alles zurück, eure Mutter klug, euch aus Haus zu werfen. Ihr redet recht offen darüber. Habt ihr keine Angst, dass man euch auf die Schliche kommen könnte? Mutter Myrune vermutet bereits, dass ich Pläne gegen sie schmiede. Doch Gerüchte sind nicht genug für sie, um etwas zu tun. Sie kann ihre letzte überlebende Erbin erst töten lassen, wenn sie einen unumstößlichen Beweis hat. Wenn ihr sagen würdet, was ich euch gerade gesagt habe, dann wäre das nur ein weiteres unbestätigtes Gerücht. Sie würde wegen solch einer Geschichte nie gegen mich vorgehen.
Ja, was bringt mir die Sache? Ihr haltet natürlich die übliche Belohnung für so etwas Gold oder mächtige magische Gegenstände. Doch wenn ihr mir helft, geschieht das auch in eurem Interesse und im Interesse der Seherin. Ich kenne meine Mutter, sie glaubt nicht, dass wir die Weicheres besiegen können und sie hat fürchterliche Angst. Denkt ihr wirklich, sie wird an der Seite der Seherin kämpfen, wenn die Weicheres angreift? Mutter Mirune wird die Seherin bei der erstbesten Gelegenheit verraten. Ich hingegen bin davon überzeugt, dass wir die Weicheres besiegen können. Ich werde mich nicht bei dem ersten Anzeichen von Schwierigkeiten gegen meine Verbündeten wenden. Warum sollte ich jemanden haben, der seine eigene Mutter töten will? Bedenkt einfach nur eines, niemand. Mutter Mirune hat ihre Ambition, ihren Antriebskraft verloren. Sie würde lieber der Weicheres dienen, als zu sterben. Ich habe noch immer meine Ambition. Ich werde nicht einfach so das Knie vor unserem gemeinsamen Feind beugen. Okay, was muss ich tun? Der Plan ist ganz einfach. Ich gebe euch meinen Siegelring, bringt ihn zu den Wächtern außerhalb des Turms meiner Mutter im Norden. Sie haben mir bereits die Treue geschworen. Ihr zeigt ihnen den Ring und sie lassen euch in den Turm vor. Sie rufen dann nach meiner Mutter und ihrem persönlichen Leibwächter Tevia. Sobald ihr sie tötet, tötet ihr sie alle. Wenn ihr Erfolg habt, will ich euch reichlich belohnen. Ihr haltet 20.000 Goldmünzen und ihr habt die Gewissheit, dass das Haus mir wie auf ihrer Seite stehen wird. Ah, 20.000, das ist nicht genug. Denkt ihr, ich wäre irgendeine Händlerin, mit der ihr falschen könnt? Ich bin Cesi vom Haus Maivia und Bimbibbe. Über die Höhe der Belohnung wird nicht gefeilscht. Na gut. Ausgezeichnet. Nehmt meinen Siegelring und zeigt ihn den Wächtern beim Turm im Norden. Ja. In meinen Adern fließt das feurige Blut eines Dämons. Dennoch lassen wir selbst die Taten zu denen, die dauerbereit sind, noch manchmal das Blut in den Adern gefrieren. Ja, ihm gefällt das nicht. Er ist ein Tiefling, aber mit Gewissen, sag ich mal. Aber wir brauchen die Kohle und sie hat Unterstützung gegen die Weicheres zugesagt. Gut, im Wort eines Drows kann man sich auch aufs Klopapier schmieren, das ist dann genauso viel wert. Aber wir nehmen erstmal alles, was wir brauchen. Vielleicht kriegen wir ja von der Weicheres besseres Angebot. Da ist ein Händler, das sind die Tempel, Schenke, Händler, Haus Mevier, Übungsgelände, Biergärten, Schmiede, Schenke, Bücherhaufen. Wir gucken uns hier um und wir plündern. Plündern und plündern. Adlige, Mevierwache, Händler. Ich grüße euch. Okay, die Händler selber können wir nicht. Der Elistre-Anhänger. Okay, cool. Die Dame des Tanzes. Hallo, Rizolvia. Schön, euch zu sehen. Ihr seid der Oberwäldler, auf den ihr Seherin wartet, richtig? Ich habe mich schon gefragt, wie lange es wohl dauert, bis ihr bei mir auftaucht. Ich bin Rizolvia, Handwerksmeister und außergewöhnlicher Waffenschmied. Und ihr seid niemand hier, richtig? Schön, euch zu sehen. Wenn ihr was braucht, helfe ich euch gerne. Schaut euch nur in Ruhe. Ich kann aber auch eine Waffe verbessern, wenn ihr das wollt. Erstmal wollen wir was verkaufen. Rüstung und Waffen sind zumeist, aber Waffen sind meine Spezialität. Außerdem kann ich bestehende Waffen verbessern. Meine Preise sind moderat, wenn man die Umstände in Betracht zieht. Ich versuche euch alle zu retten. Könnt ihr mir da nicht einen Rabatt einräumen? Ich mache ja nicht aus Gier. Ich brauche das Gold, um meine magischen Schmelzöfen zu heizen. Gold macht die verzauberten Feuer klar und heiß. Und ohne Gold kann ich Waffen weder schmieden noch aufrüsten. Dann lasst mich euer Angebot sehen. Wir verkaufen hier fröhlich erstmal alles Mögliche, was wir nicht mehr benötigen, denn wir brauchen Kohle. Eben für diesen Schmied. Und für nichts anderes. Der. So, das Langschwert plus 3 möchte ich als Grund, also als Basis für die Verzauberung nehmen. Ich möchte eine komplett eigene Waffe schaffen. Und dazu sammeln wir Kohle. Kohle. Deswegen werde ich das hier einmal lagern. Hausmäßig-Siegelring, den brauchen wir noch. Das ist ein Questgegenstand. So, wir gucken trotzdem mal, was er hier so nettes im Angebot hat. Nämlich eine ganze Menge, wie man sieht. Also da kann man sich echt satt kaufen. Kettenpanzer plus 2 zum Beispiel. Ja, ist eine ganz nette Sache. Aber rüstungstechnisch können wir hier echt nichts gebrauchen. Nee. Da ist echt nichts bei. Waffen, klar. Waffen hat er wirklich gute dabei.
Krummsäbel plus 2, der hat also echt alles. Kaltgeschmiedete Eisenklinge haben wir ja auch geholt schon. Peitschen, das ist echt nicht schlecht, was er hier im Angebot hat, aber wir sind waffentechnisch eigentlich auch ganz gut ausgerüstet. Hier, da hat er nichts, da hat er nur das, was wir ihm gerade verkauft haben. Heilertaschen hat er noch, die könnten man theoretisch holen, aber da haben wir noch genug. Die können wir mal zusammenstellen. Da haben wir... Ne, das ist ja meine Tränkeliste. Aber kann ich trotzdem mal eben reinziehen. So. Und dann quatschen wir ihn wieder an. Ihr verbessert Waffen. Wie arbeitet ihr? Ich arbeite etwas anders als die Schmiede mit den riesigen Hämmern auf Waffen einprügeln. Ich bin Handwerker, ein Künstler. Bringt mir einfach eine Waffe und ich werde sie mit Hilfe meiner Schmiede verbessern. Ich kann auch Verzauberin hinzufügen. Ich erfülle sie mit Kräften des Feuers, des Eises oder des Blitzes. Was immer ihr braucht, ich stelle es her. Wie ich sehe, trägt ihr gerade eine Waffe in der Hand. Soll ich sie voll verbessern? Nein, lebt wohl. Ach, wir müssen die in der Hand haben. Okay, dann machen wir das anders. So. Ihr wollt mich schon wieder wegstecken? Na so. Gut. Wenn's denn sein muss. Die ist ein Schwert plus 3. Ich will eine Waffe verbessern lassen. Nimm diese. So, wir können jetzt Verbesserungsbonus plus 1 hinzufügen. 50.000 Gold. Maximaler Verbesserungsbonus plus 10. Das ist schon geil. Aber wir haben ja schon eine Grundbasis von plus 3. Wir können jetzt Gesundheit regenerieren, also Vampir dazu machen. Vampirverzauberung, das macht 75.000 Goldmünzen. Wie viel haben wir? Wir haben 106, das heißt, wir können noch nicht so viel machen. Wir können permanent mit Hass belegen lassen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber da ich habe halt die 7 Meilenstiefel schon weggeworfen. Die Waffe schärfen. Wahrer Blick, Zauberresistenz, elektrischen Schaden. Ich wollte ganz gerne eine Elektroklinge eigentlich daraus machen. Und... oder Säure. Nee, ich mach, ja... Die Kaltgeschmiedete hatten wir mit Kälteschaden, aber... Oder mach ich... was mach ich? Feuerschaden. Säure, ich weiß für später. Ich nehme Säure. Wir machen da Säure drauf. Ich mache da eine Säureklinge raus. So haben wir auch das Räuberrapier im Prinzip schon fast wieder zurück. Und da schwebt die Waffe hin. Und wir haben eine Säureklinge plus 3. Wuhu! Und sind 75 Goldmünzen, los 75.000. Irgendwie nicht. Schön euch zu sehen. Warum ist das jetzt gerade nicht passiert? Ah doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen, war wohl ein Anzeigefehler. 50.000 kostet das plus Einsen. Das möchte ich auch als nächstes tun. Ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne dieses plus 1 erledigen. Was? Ihr fühlt euch schlechter als ihr... Minus 4 temporär, Verbesserungsbonus 6 temporär. Wieso habe ich denn das jetzt gekriegt? Spricht um vampirische Regeneration, Verbesserungsbonus plus 4. Okay, weil ich möchte gerne diese Waffen beide auf plus 5 erledigen. Aber wieso bist du... Wieso bist du... Das muss ich nicht verstehen, oder? Warum jetzt hier... Ich will mal gucken, ob das nochmal passiert. Nö. Okay. Lebt wohl. Das muss man nicht verstehen. Das liegt wahrscheinlich an Anzorix selbst. Na, egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Was ist hier jetzt? Wenn wir das wieder nehmen, das ist die. Na gut. Machen wir anders so. Zack. Zack. Und so gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja. Ha, 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 ha. Wir haben aber noch ein bisschen was zu tun hier. Da ist das Haus Melvier, die Biergärten. Das hier ist die Schmied- und Waffekammer. Die Schenke, da wollen wir auch nochmal reingucken. Links zum Hafen. Wir haben noch so viel zu tun. Dann besuchen wir nochmal eben schnell die Schenke. Was uns hier also erwartet, ist hier noch irgendwo eine Nebenquest oder so abzugreifen.
Und dann werden wir männlicher Dor, weiblicher Dor, Dor. Der Eni, Mutteroberin, Prissafee und Beute. Meins. Überall sind diese Portaldinger abgebildet. Na, was das wohl heißen mag. Wollte da sich mal jemand porten? Wer weiß. Ach, da war ja noch eine schwarze Truhe. Meins ganz alleine. Schalalalala. Danke. So, dann, komm mal her, Mutter Oberin. Ja, was wollt ihr? Trotz ihrer abgetragenen Kleidung ist diese weibliche Drow keine einfache Adlige. Sie schafft es auch, in dieser ärmlichen Umgebung in ihrem untergehenden Zustand eine Aura arroganten Selbstvertrauens auszustrahlen. So, ihr seid also Revier dieser Serien. Glaubt, dass ihr euch alle retten werdet? Ein Elf, noch dazu ein Mann. Nun, ich bin nicht beeindruckt. Mir gefällt euer Tonfall nicht, Drow. Die Wächter greifen nach ihren Waffen, entspannen sich allerdings wieder, als ihnen die Drow ein Handzeichen gibt. Was für ein Temperament ihr doch habt, Revier. Doch ich zweifle daran, dass es genug sein wird, um die weiche Rest zu besiegen. Ich werde die Waldschatz besiegen. Was für ein Enthusiasmus. Was für ein Selbstvertrauen. Ist das, was die Seherin in ihren Visionen gesehen hat? Für uns alle hoffe ich, dass er noch mehr ist. Ihr sehen könnt auch das Haus in Diani. Werde ich eine schwere Zeit durch. Ich habe nicht einmal mehr eine Tochter, die integriert, um mich zu stürzen. Und wenn ich eine hätte, hätte sie nichts davon, wenn sie mich stürzen würde. Was geschieht mit dem Haus Diani? Wir haben den Fehler begangen, uns gegen die Waldschatz zu stellen. Doch im Gegensatz zum Haus Maevia hatten wir kein Ahnenheim außerhalb der Stadt, in das wir uns zurückziehen konnten. Unsere Armeen wurden abgeschlachtet, meine Tochter gejagt und eine Töchter gejagt und eine nach der anderen von den roten Schwestern, Assassinen, die weiche Restlinien getötet. Nur ich konnte entfliehen. Ich kam allein mit meinen letzten beiden Leibwächtern zu den Toren des Hauses Maevia. Wie ein Bettler bat ich um Asyl bei unseren erbittersten Rivalen, die jetzt Verbündete gegen die weiche Rest sind. Schicksal ist wesentlich niedriger als der Tod. Das Haus Maevia gewährte mir Zuflucht. Sie haben mich hierher mitgenommen, als sie aus der Stadt flohen. Jetzt sitze ich hier und warte darauf, dass wir alle endgültig fallen, damit ich ihren Fall genießen kann, wie sie meinen genossen hat. Sie haben euch aufgenommen und jetzt ergötzt ihr euch an ihrer Zerstörung. Sie haben mich aufgenommen, damit sie sich an meiner Niederlage ergötzen können. Die Mutteroberin des Hauses Maevia hat mir bei der Flucht geholfen, um mein Leid zu verlängern. Mein Elend birgt wenig Freude in dieser düsteren Zeit. Ich weiß das nur zu gut, denn ich hätte es genauso gemacht. Und ich habe diese entwürdige Schauspiel mitgemacht, weil ich so zu Zeugen dafür nicht für das Haus mit ihr werden kann. Ja, ich gehe dann mal. Hier gibt es nichts zu holen. So, jetzt gehen wir hier mal raus. Es gibt hier in diesem Spiel, das ist schon seit Anfang an, eine kleine Sache, die mich so ein bisschen störte. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe. Das wird mir jetzt gerade hier bewusst. Die Kulisse. Wir hören den Sound, die Geräusche einer geschäftigen Großstadt. Überall hören wir Leute, die rumherum rennen, geschäftig tun. Und was sehen wir? Eine Einöde. Das passt einfach nicht. Eins der wenigen Sachen, die nicht zusammenpassen. Naja. Es gibt weitaus Schlimmeres. Und das habe ich schon oft genug wiederholt, ich weiß. Und hier ist Kavalas. Mit denen werden wir noch verreisen. Aber nicht jetzt. Denn jetzt werde ich erstmal eine Pause einlegen. Wieder einmal werde ich hier beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Gehabt euch wohl.